Ich würde sagen, wir starten einfach mal und dann gucke ich mal, ob das vielleicht jetzt gleich doch nochmal besser wird. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Nein, geht es nicht. Ich weiß, es ist nicht immer alles ganz einfach, aber ich bin für Sie da. Das ist nett. Das ist Ihre Story-Grafik. Sie sehen, welche Teile der Story Sie erkunden und welche Sie verpasst haben. Sie können Entscheidungen anderer Spieler verfolgen und noch vieles anderes machen. Das ist super. Mit dieser Grafik können Sie an jedem Punkt der Story wieder einsteigen. Aber meine Schöpfe empfehlen, dass Sie das Spiel zumindest einmal durchspielen, ohne zurückzugehen. Anscheinend schon. Was auch immer passiert. So oder so, es ist Ihre Geschichte. So oder so, es ist unsere Geschichte. Und diese Geschichte wollen wir jetzt zu 100% irgendwie mal durchkriegen. Das heißt, ich scroll mal raus. Und würde immer an den letzten Punkt gehen, an den letzten Checkpoint. Ich weiß halt nicht, wo ich am besten einsteige. Also das Ding hat gestern Abend erstmal Updates gemacht und alle Halo-Versionen der Welt runtergeladen. Ich habe dann eben Konten angemeldet. Nachher sehen wir... sehr gut. Gut, hier haben wir irgendwie so gar nichts. Wo starte ich denn am besten? Boah, hier haben wir halt richtig viele Enden. Kampf um Detroit Marcus. Hey, holy shit. Das wird richtig eklig, glaube ich. Das sieht so aus, als könnten wir hier relativ gut. Demonstration. Connors letzte Mission. Das ist ja das, was wir nicht getriggert haben im ersten Durchlauf. Ich glaube, ich mache erstmal die Demonstration und gucke, dass ich hier hinten den Teil fertig kriege. Das heißt Verteidigung der Barrikaden. Ich werde wahnsinnig häufig in den Pausemodus gehen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Einfach damit ich weiß, was ich tun muss. Speichern. Und ich wette, Hamir, das wird eine richtig gute Woche. Ein paar Schuhe. 21 Monate. Vielen, vielen Dank, Bashur. Danke, danke, danke. Direkt aus dem Podcast frisch in den Lurk. Ja dann, viel Spaß im Lurk. Und ich hoffe, euer Podcast war gut. Ich habe es leider wieder nicht geschafft, weil ich so ein bisschen mit Kopfweh zu tun habe und auf der Couch gegammelt. Aber mir dann gedacht, Mann, komm, raff dich auf. Deswegen habe ich hier jetzt auch schön weit das Fenster auf. Vielleicht wir bringt das was. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jess? Ja, Michael. Die Armee beginnt... Ich glaube, Vorsprung ging ja nicht, ne? Hauptmenü fortsetzen. Nee, Vorsprung ging gerade nicht. Gerade die Barrikade anzugreifen, obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. Okay. North. Jo. So, ganz kurz. Ablaufdiagramm. Was muss ich tun? Jericho anführen? Nein, 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 nein. Wir sind hier. Flüchtende Androiden retten. Eigentlich muss ich sie mal nicht retten. Und dann würden wir hier unten langkommen. Dann mache ich das erstmal. Ich werde einfach nichts tun. Ich werde einfach nichts tun.
Mal gucken, das wird. Ich finde das schrecklich. Ich werde einfach alle sterben lassen. Oh Gott, das tut mir. Es tut mir gerade in der Seele weh, nichts zu tun. Neuer Weg freigeschaltet. Wow. Okay, okay, das war's mit North. Ich könnte nicht ohne dich leben. Oh no. Oh, wir haben North getötet. Weil wir eine Liebesbeziehung mit ihr haben, hat sie sich für uns geopfert. Das ist unerwartet. Okay, Sekunde. Ich muss eben ins Ablaufdiagramm. War das jetzt schon? Haben wir den neuen Weg eingeschlagen? North fängt eine Kugel für Marcus ab. Okay, Marcus ist umstellt. Ja, North kann sich jetzt nicht mehr anschließen. Wir können North auch nicht mehr küssen. Okay. Also müssen wir eine der anderen Sachen machen. Gucken wir mal. Das mit North tut mir irgendwie gerade voll leid. Ich glaube, Ihnen auch. Ich singe jetzt einfach mal. Danke, Michael. Zurück zu dir ins Studio. Warte noch kurz. Gerade passiert etwas. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Unglaublich. Die Abweichler. Die Abweichler singen. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Das ist ja ein halber Disney-Film. Oh, wir haben einen neuen Weg freigeschaltet. Nicht schießen. Anscheinend. Ja, das Militär zieht sich zurück. Heute Morgen, am 11. November 2038, fielen Tausende von Androiden in die Stadt Detroit ein.
Unseren Quellen zufolge stammen sie offensichtlich aus Cyberlife-Androidenlagern, die von Abweichlern infiltriert wurden. Aufgrund ihrer überwältigenden Zahl und des großen Risikos ziviler Opfer gab ich der Armee den Befehl zum Rückzug. Die Evakuierung der Stadt wird in diesem Moment durchgeführt. In den nächsten Stunden werde ich vor den Senat treten, um unsere entsprechende Antwort auf diese beispiellose Situation festzulegen. Mir ist bekannt, dass sich die öffentliche Meinung zu den Abweichlern geändert hat. Vielleicht ist für uns die Zeit gekommen, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass Androiden tatsächlich eine neue intelligente Lebensform sind. Doch eins steht fest. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Möge Gott sie und die Vereinigten Staaten von Amerika beschützen. Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Hallo, Pimp My PC. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Entschuldigung. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Hey, wir kennen das Ende ja. Das ist jetzt, glaube ich, das gleiche Ende, was wir vorher hatten, nur das mit den Singen war neu. Wir arbeiten ja aktuell an den 100%. Das heißt, ich muss jetzt ja alle Möglichkeiten durchspielen. Was ganz wenig ist. Also die Szene hier kennen wir nur, dass North nicht dabei ist. Du sollst zu ihnen sprechen. Heute. Sekunde. Jetzt muss ich ja mal gucken. Also, wir sind hier. Und zwar haben wir den oberen Weg eingeschlagen. Wir haben gesungen. Okay. Wir sind den oberen Weg wieder lang gegangen. Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Oh, okay, wir sind wieder mit Connor unterwegs. Ich glaube, jetzt können wir noch mal was Neues machen. Hallo, Amanda. Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Kontrolle übernehmen? Das ist genau das gleiche Ende, glaube ich. Das können Sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! So, Sekunde. Jetzt muss ich hier einmal nochmal in das Ablaufdiagramm von Connor. Wir sind hier unten jetzt einmal so durch. Letzte Mission. Das ist es nicht. Ist das hier unten? Nein. Das ist Kara. Das ist wieder Marcus. Marcus. Connors letzte Mission. Ich habe dazu gar kein Ablaufdiagramm. Okay. Ich weiß, das letzte Mal haben wir den Ausweg gefunden. Finde einen Weg nach draußen. Das letzte Mal haben wir ihn gefunden. Ich würde jetzt, glaube ich, einfach mal sagen, nö. Oh Gott. Ey, das tut mir in der Seele weh.
Es tut mir in der Seele einfach gerade so weh. Ich verlaufe mich, aber ich weiß, wo der Weg ist. Da vorne. Ich könnte einfach dran vorbeilaufen, oder? Es leuchtet mir zwar direkt ins Gesicht, aber nein. Und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Zu sagen, dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Kann ich einfach weggehen? Ich gehe einfach weg. Oh Gott, Markus, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Komm, wir machen ihren Zen-Garten kaputt. Das ärgert sie bestimmt. Oh, der ist zugefroren. Da kann ich nicht mal großartig was machen. Beginnt die schwierigste Zeit unseres Kampfes. Wie sein Gesicht zuckt. Ist schon übel. Aber wir hinterlassen Fußspuren, das ist sehr cool. Wir kommen hier nicht weiter. Doch, wir können hier wieder über die Brücke drüber gehen. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Ich muss für die 100%. Ich muss. Das ist ja das Schlimme. Ich muss. Ich muss Connor auch jedes Mal sterben lassen, wenn es geht. Ey, das wird richtig hart. Wir haben ja das beste Ende geschafft. So, Sekunde, Ablaufdiagramm. Es ist ein dauerhaftes Hin- und Hergespringe. Wir sind jetzt... Nein... Den Weg sind wir gegangen. Die Androiden sind erwacht. Das haben wir nicht gemacht. So, wir sind hier lang und müssen jetzt eigentlich... Ich frage mich gerade, wo das Ende denn ist. Das ist auch nicht das Ende. Hä? Wo sind wir denn jetzt am Ende rausgekommen? Ja, gut. Du bist so brutal. Yes. Ja. Man tut, was man kann. Ich glaube, in Spielen kann ich manchmal wirklich brutal sein. Ich bin auch häufig so eingestellt, dass ich versuche, die Charaktere so richtig als Arschloch zu spielen, weil ich im echten Leben einfach kein Arschloch bin. Einfach nur, um zu gucken, wie es so ist. Alice. Ich liebe dich, Kara. Oh. Ich liebe dich auch, Alice. Oh, Alice. Okay, mit Kara haben wir... Was ist denn jetzt los? Mit Kara haben wir das gute Ende immer noch gekriegt. Written by David Cage. Kann ich das jetzt überspringen? Jo, das kennen wir ja schon.
kann hier gerade auch irgendwie nichts überspringen, ne? Oh, das wird mir auch so wehtun, dass ich Hank einfach wie den letzten Dreck behandeln muss, weil ich mag Hank. Hank gehört so mit zu meinen Lieblingscharakteren in Detroit. Ich glaube, es ist sogar mein Lieblingscharakter, weil Hank ist einfach so... Puh, Hank ist anders geil. Basti, warum lebt er dann noch? Lachender Smiley. Ich lasse ihn noch früh genug sterben. Ich weiß es gar nicht. Kann Hank überhaupt sterben? Ich glaube, Hank kann gar nicht sterben. Daran wird es wohl liegen. Ja, wir haben ja gesehen, was es mit Jackie auf sich hat. Also Jackie aus Cyberpunk hat es ja nicht geschafft. Too bad. Muss ich mir das jetzt die ganze Zeit immer noch mal angucken? Das nervt mich gerade so ein bisschen, dass ich es nicht überspringen kann. Ich habe wieder Gold gefunden auf YouTube, was? Oh no. Oh no. Tu es bitte nicht. Tu es nicht, Basti. Mein Bruder im Geiste, was? Ja. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, ne? Gut, also, hier haben wir ein bisschen was Neues. Aber wir haben dasselbe Ende geschafft. Okay, es ist eigentlich egal, weil das mit North haben wir. Ich könnte das Ganze jetzt nochmal spielen. Uiuiui. Fortfahren. Gut, das war Nummer 1. Marcus war unsere letzte Hoffnung. Oh. Und jetzt ist er tot. Was passiert jetzt mit unseren Leuten? Ich glaube, Chloe ist wirklich traurig. Ich wusste gar nicht, dass sie so sehr darauf reagiert. Krass. Oh, das tut mir voll leid. Na gut. Nein, keine neue Geschichte.